Wunderschönen guten Morgen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Kiteshop. Gestern haben wir tatsächlich eine echt coole Session gehabt. Also wir haben um 18 Uhr den Laden abgeschlossen und hatten noch die Möglichkeit, bis zum Sonnenuntergang richtig entspannt Kitesurfen zu gehen. Zeit hat, passiert genau das hier. Gestern war es auf jeden Fall super entspannt auf dem Wasser. Ich war leider recht spät da und meine Leinwand verknotet und es hat ein bisschen gedauert, um ins Wasser zu kommen. Der Neo ist noch immer nass. Ist immer ein tolles Gefühl zu wissen, dass der Neo noch nass ist. Ist immer positiv auf jeden Fall. Den hängen wir jetzt mal kurz hier am Geländer vor der Tür auf, arbeiten 12 Stunden und dann geht's wieder los zum Kitespot. Perfekter Tag. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ne? Jeden Tag war mehr Wind als vorhergesagt war. Das haben wir super selten. Heute habe ich gedacht, geil, schön mit Foilwing, flaches Wasser, super Bedingung. Heute haben wir zu wenig Wind. Sören ist schon mit einem 5 Quadratmeter Duotonwing auf dem Wasser. Nur am Schwimmen, kann nicht abheben. Und jetzt gehe ich mit dem 4 Quadratmeter raus und mit einem kleineren Foil darunter. Wenn Sören das nicht hinbekommt, werden wir das Material tauschen. Also das Material ist ehemals, aber ich habe ihm jetzt das leichtwindfreundlichere Material gegeben, weil er Kilo schwerer ist als ich. Also wir versuchen das jetzt einfach mal. Also wir haben keine 15 Knoten, ich glaube noch nicht mal 12 Knoten. Es ist nicht möglich, die jetzt gleich abzuheben, aber wir werden trotzdem ein bisschen die Zeit damit verbringen, weil jede Stunde damit oder jede Minute ist ein super Training für Tage mit mehr Wind dann später. Erleichterhören! Geht doch! Nee! Nicht so schnell! Ich komm nicht hinterher! Warum kommst du denn nicht? Ja genau, da kommst du auf die Schwindigkeit langsam. Ja, weiter! Rhythmisch! Wie beim Tanzen! Sauber! Nach wo sieht's nicht aus, aber okay. So, mal gucken, wie die beiden Dödel sich anstellen. Dori, der schleicht ein bisschen vor sich hin und Sören hatte gerade ein relativ frustriertes Gesicht. Open!
sagen, was Sören gerade bewiesen hat. Er wiegt deutlich mehr als ich. Da draußen, guck mal, da, der hat Schwierigkeit, sein Kite zu starten. Da ist ein Spoiler draußen. Ihr hört es am Wind. Hier ist nicht viel Wind. Ich kann euch mal kurz meine Haare zeigen. Da bewegt sich überhaupt nichts. Das ist der Beweis überhaupt, dass hier echt wenig Wind ist. Und Sören hat mit einer guten Technik tatsächlich hinbekommen, richtig auszuheben. Und es ist eine riesengroße, lange Distanz. Das wäre echt übertrieben, ne? Er ist ein ganzes Stück abgehoben und gefahren und zurück bis an den Strand gekommen damit. Also, faszinierend, diese neue Sportart, weil man einfach Sachen ausprobiert, wo man selber nicht weiß, ob es letztlich funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass wir es bei unter 15 Knoten hinbekommen. Also jetzt bin ich richtig stoked. Da läuft mir das Wasser mal zusammen. Richtig geil. Also überleg mal, bei unter 15 Knoten mit einem 5er Flügel und mit einem großen Frontwing. Geil. Und für mich hat es auch was Schönes an sich. Ich konnte viel üben, überhaupt auf dem Brett zu stehen, den Wing in den Händen festzuhalten. Ich bin deutlich seltener runtergefallen. Auch für mich war es heute, auch wenn ich jetzt nicht ins Schweben gekommen bin, ein absolutes Erfolgserlebnis. Ich bin einen kleinen Schritt weiter. Wir üben halt die Tage weiter und gucken mal, wo das Ganze hinführt. Soll ich glücklich aussehen oder unzufrieden? Ja, warte eine Sekunde, ich muss erstmal hier wieder einstellen. Oder cool. Sexy geht auch. Für sexy nehme ich aber Geld.